Ist das hier jetzt schon das Ende von Palantir und sollten wir jetzt die Gelegenheit nutzen, in diesem Jahr dann eben auszusteigen, die Palantir-Aktie zu verkaufen? Viele von euch wissen, ich selber bin in Palantir investiert, viele von euch sind in Palantir investiert, ich kriege da immer wieder Nachrichten zu und deswegen schauen wir uns das heute gemeinsam nochmal an. Wie immer ist das Ganze natürlich jetzt keine Finanzberatung, am Ende des Tages müsst ihr eure eigene Analyse machen. Daher verkaufe ich euch jetzt hier auch nichts auf dem Kanal. Ich habe jetzt keine Finanzkurse, keine Bücher, die ich euch anbieten kann. Ihr könnt mich gerne kostenlos mitverfolgen, einfach nur den Kanal abonnieren. Und wenn ihr mich unterstützen wollt, das könnt ihr auch kostenlos machen, einfach einen Daumen nach oben da lassen. Zuerst schauen wir uns hier einmal den Chart an und wie in jedem Video von mir erwähnt, die Chartanalyse arbeitet halt immer mit Wahrscheinlichkeiten. Das heißt, es ist zwar eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass man auf so einer Supportlinie dann eben bounce und sich wieder nach oben bewegt. Es ist aber definitiv nicht sicher. Das heißt, es kann auch tatsächlich so sein, dass man halt eben hier durchbricht und weiter sich nach unten bewegt, wie wir es jetzt quasi hier gesehen haben. Viele von euch wissen, dass ich selber damit nicht gerechnet habe, sage ich ganz offen. Ich habe tatsächlich gedacht, dass wir hier schon einen kleinen Bouncer sehen werden. Also jetzt nicht ein Bouncer, wo wir hier wirklich komplett explodieren und von heute auf morgen dann eben nach oben steigen, aber definitiv ein Bouncer, wo das Ganze sich halt eben nach oben bewegt. Was mir hier auffällt, wenn ich mir den Chart mal anschaue, dann sind wir hier schon wirklich sehr, sehr stark gefallen. Das sieht man auch immer ganz gut, wenn man sich den RSI-Indikator anschaut. Also im Tageschart sehen wir, dass wir hier schon deutlich im Überverkauft-Bereich uns befinden. Wenn wir uns das mal anschauen, dann waren wir so tief wie jetzt quasi, wie wir hier einmal das Tief gesehen haben, so tief waren wir noch gar nicht. Wir sehen auch beim MACD-Indikator, dass wir immer noch im Abwärtstrend sind. Wenn ich jetzt hier auch tatsächlich einmal in den Wochenchart wechsle, und das habe ich euch öfter gesagt, genauso auch bei Bitcoin und ganz vielen anderen Tech-Unternehmen, das hat man beim MACD zumindest ganz lange gesehen, wir sind immer noch in einem Abwärtstrend. Es ist jetzt noch nicht so, dass wir jetzt hier auf einmal bullish sind und man davon ausgehen kann, dass es von heute auf morgen alles nach oben gehen wird. Ich denke, dass das Ganze wirklich noch eine ganze Weile dauern wird. Einfach die Hintergründe, die gerade marktwirtschaftlich zusammenhängen, auch unter anderem die FED mit dem Tapering, den Zinserhöhungen und so weiter und so fort. Das sind alles Faktoren, die natürlich auch die Tech-Unternehmen genau wie Palantir dann eben belasten. Was aber einem auf dem Wochenchart auffällt, ist, dass wir hier wirklich auch im RSI-Indikator deutlich im Überverkaufbereich sind. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich persönlich habe es noch nicht so gesehen, dass man bei einem guten Unternehmen in diesem Überverkaufbereich extrem lange bleibt. Also es wird nicht so sein, dass wir jetzt hier 3 Jahre in diesem Überverkaufbereich uns befinden, sondern es wird tatsächlich so sein, dass man hier zwischendurch auch Bouncer hat, wo das Ganze dann eben wieder nach oben geht. Ist halt eben die Frage, ob man hier wirklich im RSI-Indikator dann wieder so krass nach oben steigt. Also wenn ich das hier einmal kurz quasi anzeige, anzeichne, dass wir hier wirklich hier in den Überkaufbereich wieder switchen oder ob man hier zumindest bis zu dieser Mitte hier dann eben nach oben bounce. Das wird man sich dann eben anschauen müssen. Ich denke aber nicht, dass wir jetzt für die nächsten 3-4 Jahre hier Palantir in diesem starken Minus sehen werden. Das kann ich mir schwer vorstellen. Ich persönlich gehe nämlich generell davon aus, dass der Tech-Markt, genau wie der Bitcoin-Markt, in den nächsten 2 Jahren sich eher schon switchen wird. Vor allem, wenn das Thema mit der Fed und generell mit den Zinsen dann wieder geklärt sein wird. Unter anderem bin ich auch extrem auf die Earnings von Palantir gespannt, ne, um zu sehen, wie die Zahlen da aussehen. Das wird definitiv sehr, sehr spannend sein. Da werde ich bestimmt auch ein Video zu machen, wo wir auch uns das Ganze einmal im Detail anschauen. Über die letzten Quartale von Palantir habe ich ja Videos gemacht, da haben wir auch drüber gesprochen. Da sah alles sehr, sehr gut aus. Das ist auch einer der Gründe, warum ich persönlich jetzt auch keine Bauchschmerzen habe, in Palantir zu investieren. Denn meiner Meinung nach ist Palantir extrem gut aufgestellt für diese schwierigen marktwirtschaftlichen Probleme, die wir sehen werden. Auch mit dem Thema Inflation, auch mit dem Thema Zinserhöhungen. Palantir persönlich ist davon jetzt nicht extrem betroffen. Die haben sehr, sehr hohen freien Cashflow. Die Verbindlichkeiten, die offen waren, haben die soweit zurückgezahlt. Dementsprechend ist Palantir meiner Meinung nach sehr, sehr gut aufgestellt für alle verschiedenen Marktgegebenheiten. Und das ist eigentlich auch der goldene Gral oder ich sag mal der Trick hinter dieser ganzen Geschichte. Im Grunde genommen geht es nur darum, ein Unternehmen zu finden, was dann halt eben extrem stark abgestraft wurde, was man dann kaufen kann, wovon man dann aber ausgeht, dass es langfristig das Ganze überstehen wird und sogar später noch dann halt eben sich noch besser entwickeln wird. Und das ist auch meine persönliche Meinung bei Palantir. Ihr könnt mir gerne mal unten in die Kommentare reinschreiben, was ihr von dem Ganzen haltet. Ich denke tatsächlich, dass Palantir das Ganze easy überleben wird. Daher mache ich mir jetzt auch keinen Kopf, dass der Kurs dafür immer unten rumdümpelt oder halt, dass das Unternehmen insolvent geht. Auf gar keinen Fall. Das ist eher das Risiko, was man dann halt eben hat bei Tech-Unternehmen oder bei diesen ganzen Unternehmen, die halt nur eine Story dahinter haben. Wenn die stark überschuldet sind, noch gar keine Gewinne machen oder gar keinen freien Cashflow haben, dann könnte natürlich das Ganze ein Problem werden, vor allem wenn die Zinserhöhungen kommen sollten, wenn da hohe Verbindlichkeiten offen sind. Bei Palantir ist das Ganze halt definitiv nicht der Fall.
Außerdem finde ich das letzte Interview von Alex Karp extrem cool, wie der das Ganze einmal erklärt hat, wie die Vision aussieht oder auch die Entwicklung von Palantir, wie er auch damit umgeht, gute Ingenieure einzustellen. Also generell seine Gedankengänge zu den ganzen Ingenieuren und zu Palantir finde ich sehr, sehr schlau. Das müsst ihr euch auf jeden Fall mal anschauen. Er sagt dort auch ganz klar, dass man halt eben Leute oder gute Ingenieure dann eben anwerben muss, dann muss man die einstellen und dann natürlich auch dann eben leiten beziehungsweise auch inspirieren, dass diese Leute anders denken und andere Sachen erfinden wollen. Und das ist genau das, wonach ich suche in Unternehmen oder auch bei Unternehmern, dass diese halt etwas anders machen wollen, etwas Innovatives erfinden wollen. Und das ist eigentlich auch wirklich das Schwierigste dabei. Viele von euch haben das bei Tesla gesehen, viele von euch haben das bei Apple, Amazon gesehen und so weiter und so fort. Dafür braucht man halt wirklich die klügsten Köpfe der Welt, damit man solche Produkte dann eben erfinden kann, damit man solche Unternehmen auf die Beine stellen kann. Und ich denke, Palantir ist da wirklich auf einem sehr, sehr starken Weg. Das ist, wie gesagt, meine persönliche Meinung und deswegen bleibe ich auch dort investiert. Wenn ich jetzt noch mehr Geld zur Verfügung hätte, dann würde ich auf jeden Fall schauen, dass ich da vielleicht nochmal bei einem, wenn der Dip nochmal nach unten geht, nochmal was nachschieße. Bei mir ist aber derzeit das Problem, dass ich halt das Geld zu 90% investiert habe. Ich bin auch viel in Kryptowährungen jetzt investiert, weil dort ja auch einiges nach unten gefallen ist. Das ist so mein persönliches Problem. Ihr könnt ja gerne mal reinschreiben, in was ihr jetzt derzeit investiert. Ach krass, du bist ja immer noch hier. Also dann kannst du den Kanal auch genauso gut abonnieren. Ich kann dir zwar nicht versprechen, dass du mit den Informationen hier zum nächsten Millionär wirst, ich kann dir aber versprechen, dass ich dir nicht irgendwelche Trading-Kurse an die Backe laber und dich nicht die ganze Zeit voll spamme mit meinen Affiliate-Links. Das Geld kannst du genauso gut sparen, um dann in Aktien oder Kryptowährungen zu investieren. Übrigens kannst du auch die Glocke aktivieren, um dann halt die nächsten Videos von mir zu sehen.